Die Wahrscheinlichkeit wird jetzt immer größer, dass wir sehr, sehr bald schon kein Gas mehr von Putin und Russland beziehen werden. Und welche Konsequenzen wird das haben? Sowohl für Deutschland, sowohl für Europa, als auch vielleicht für Russland. Und in welcher Situation sind wir jetzt in diesem Ukraine-Krieg mit diesen Auswirkungen, vor allem für Europa, aber auch mit Auswirkungen auf Russland, auf die Ukraine sowieso, das ist klar. Wie stehen die Dinge? Ich hatte am letzten Mittwoch dieses Video hier gemacht im Markeflüster Schachzug mit Gas und Rubel, als Wladimir Putin klargemacht hat, wir lassen uns zukünftig das Gas aus Russland nur noch in Rubel bezahlen. Könnte man sagen, naja, Rubel könnt ihr doch eigentlich selber drucken, warum macht er das? Auf der anderen Seite kann er ja aber die Euros und Dollars nicht mehr so wirklich einsetzen, die er jetzt bekommt von dem Westen für irgendwelche Käufe. Das ist sozusagen die Kehrseite der ganzen Geschichte. Also scheint das durchaus Sinn zu machen. Aber ich hatte schon am letzten Mittwoch gesagt, darauf wird und kann sich der Westen nicht einlassen, denn es würde bedeuten, die russische Zentralbank wieder ins Spiel zu bringen. Und die Abkapselung der russischen Zentralbank war der entscheidende Sanktionsschritt, nämlich die Abkapselung Russlands vom Finanzsystem insgesamt. Und würde man das rückgängig machen, würde man praktisch die Sanktionen rückgängig machen, würde sein Gesicht verlieren, würde klar machen, okay, wir haben hier jetzt ein Zugeständnis machen müssen, weil wir in einer Position der Schwäche sind. Und das kann der Westen natürlich nicht tun. Spieltheoretisch also eine Situation, in der Wladimir Putin klargemacht hat, bis zum 31.03., das ist der kommende Donnerstag, eigentlich hat er gesprochen vom Mittwoch, also dem 30.03., aber am 31.03. müssen dann Gazprom etc. und auch die Zentralbank die entsprechenden Verträge fertig haben. Alleine der Westen wird sie nicht unterschreiben. Das ist genau das Problem. Und dass der Westen nicht unterschreiben wird, das hat der deutsche Wirtschaftsminister Habeck nochmal klar gemacht. Und der meint damit nicht nur Deutschland, sondern die G7 insgesamt. Diese Forderungen seien ein einseitiger und klarer Bruch bestehender Verträge. Dem haben sich alle angeschlossen. Das läuft also darauf hinaus. Der Westen wird sagen, nein, wir haben Verträge. Wir werden das nicht auf Rubel umstellen und damit einen neuen Vertrag unterzeichnen. Putin muss sein Gesicht wahren, auch vor den Russen selbst, und wird darauf bestehen müssen, dass das passiert. Also die Rubelzahlung passiert. Und dementsprechend wird all das nicht passieren. Und wir sehen hier Scholz, der deutsche Bundeskanzler, hat nochmal gesagt, ja, also es kann in diesem Jahr sein, dass wir uns von russischer Kohle und Öl auch abkoppeln werden, also praktisch nichts mehr davon beziehen. Kohle kann man vielleicht noch ersetzen, Öl kann man auch ersetzen, aber mit dem Gas wird es schwieriger. Interessant, dass Scholz hier nicht von Gas gesprochen hat. Vielleicht, weil das sowieso schon klar ist für ihn auf der einen Seite oder weil er eben auf dieses Gas eigentlich nicht verzichten will, aber er müsste darauf verzichten. Das hat ein wichtiger Duma-Abgeordneter, nämlich Abramow, nochmal klargemacht, der gesagt hat, also wenn die G7 darauf besteht, jetzt hier diese Zahlungen nicht in Rubel leisten zu wollen, dann werden wir die Gasversorgung, dann werden wir die Gaslieferungen einstellen und wir können ja auch unser Öl zum Beispiel nach Asien umlenken, kein Problem. Okay, das ist also die Situation. Das riecht sehr klar danach, dass diese Diskussion über das Ölembargo oder das Energieembargo, die in Deutschland ja zuletzt in der letzten Woche dann massiv ins Kraut geschossen ist, als manche gesagt haben, auf jeden Fall müssen wir das tun, andere haben gesagt, lass es uns besser nicht tun. Aber die Frage ist, okay, jetzt sind Ökonomen zunächst mal dabei, ja, was würde das bedeuten? Gabriel Felbermayr, der ehemalige Chef des Kieler Weltwirtschaftsinstituts, der jetzt wieder nach Österreich entfleucht ist, hat gesagt, wir müssen weg von dieser Alles-oder-Nichts-Lösung, auf Erdöl oder Kohle aus Russland können wir verzichten oder leichter verzichten. Und beim Gas ist die Idee eines Importzolls, mit dem wir russische Gewinne abschöpfen können, theoretisch bestechend. Theoretisch bestechend. Aber warum sollten sich die Russen darauf einlassen, möchte man da mal fragen. Also das ist natürlich jetzt eine Geschichte. Jetzt hat mein drittbester oder vielleicht sogar der viertbeste Freund Marcello Fracerino nochmal vor Inflationsraten bis 10% gewarnt. Naja, so weit sind die ja gar nicht mehr entfernt. Wenn es zu einem Öl- oder Gasembargo kommen würde, helfen uns auch keine drei Katars. Absolut richtig.
Katar hat ja so ein bisschen in Zweifel gezogen, ob dieser Deal, den Habeck da verkündet hat, wirklich besteht und klargemacht, also das würde Jahre dauern, das wird nicht schnell gehen. Es helfen uns also keine Katars, das ist völlig richtig. Und Scholz hat selber ja gestern bei Anne Will nochmal klargemacht, dass eigentlich ein Energieembargo nicht leistbar ist. Da hat er klar gesagt, hier, dass diese Ökonomen, die das behaupten, nicht richtig liegen. Aber ob man jetzt will oder nicht, scheint jetzt eine Geschichte zu sein, die gar nicht mehr der Fall ist. Es geht nicht mehr ums Wollen, sondern es geht darum, kann ich mein Gesicht verlieren? Kann ich also jetzt zurückstecken und sagen, gut, dann zahlen wir eben in Rubel und bringen die russische Zentralbank wieder ins Spiel? Oder kann ich das nicht? Meine These ist, sie werden es nicht können. Die G7 hat das schon klar gemacht und man wird notfalls eben jetzt durchziehen müssen und gar nicht anders können wahrscheinlich, als diese Bezahlung in Rubel verweigern. Und dann können wir mal gespannt sein, welche Auswirkungen das haben wird. Interessant ist, dass Russland ja nach wie vor Gas in die EU liefert und 30% dieses Gases fließt nach wie vor durch die Ukraine. Das ist das, was der CEO der staatlichen Gaskompanie, der staatlichen Gasfirma in der Ukraine heute gesagt hat. Also nach wie vor liefern die Russen durch die Ukraine hindurch. Auch das ist eine interessante Geschichte. Aber es ist eben jetzt die Frage, lassen sich die Auswirkungen eines Gasembargos wirklich modellieren? Hier Gabriel Felbermayr, den ich vorhin schon angesprochen hatte, der sagt, also kurzfristig wissen wir das nicht, langfristig kann man das schaffen, kurzfristig aber könnte es sehr, sehr schwierig werden. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sehr schwierig wird und der Notenbankchef von England, Bailey, Chef also der Bank of England, hat nochmal gesagt, unfortunately there's more to come on inflation shock. Yep, da kommt noch mehr in Sachen eines Inflationsschocks und dieser Energieschock wird größer sein als in jedem Jahr seit den 1970er Jahren und vielleicht wird er auch größer sein als in den 1970er Jahren. Das hat man ja schon für extrem gehalten, was damals passiert ist, im Gefolge des Yom Kippur-Krieges Anfang der 70er Jahre, im Gefolge dann der Khomeini-Revolution 79 im Iran. Und das hinterlässt schon deutliche Spuren. Hier haben wir in Deutschland da jetzt diese Subventionen, wenn man so will, von Benzin. Aber hier in Spanien, da geht es ziemlich rund. Seit einer Woche massive Streiks von Lkw-Fahrern, Fischern und auch der Bevölkerung wegen steigenden Preisen und generellen Engpässen. Das Resultat sind geschlossene Supermärkte, Spritmangel, leere Regale, Fisch wird zur Mangelware. Ja, da könnte einiges auf uns zukommen. Gott sei Dank ist der Winter jetzt vorbei, fast vorbei, soll er jetzt nochmal kälter werden, vor allem in Süddeutschland in dieser Woche kälter werden, aber es ist eben nicht nur das Heizen, was hier im Vordergrund steht, sondern eben auch die Industrie, vor allem die chemische Industrie in Deutschland, die das unbedingt braucht. Es gibt verschiedene Meldungen hier seitens dieses Ukraine-Krieges. Die ukrainischen Truppen haben offenkundig Trostjan jetzt zurückerobert und sie haben offenkundig auch den Vorort von Kiew Irpin zurückerobert, während jetzt die russischen Truppen Mariupol offenkundig jetzt eingenommen haben. Eine Stadt, die weitgehend ohnehin schon zerstört ist, hat er heute ja die Frage gestellt, im Videoausblick verliert Putin den Krieg und da gab es teilweise heftige Reaktionen, einerseits von russischen Trollen oder Putin-Trollen, keine Ahnung, und andererseits von ein paar etwas merkwürdig masochistisch Veranlagten, die das ganz toll finden, wenn Putin da irgendwie Schlimmes anrichtet. Da wird dann immer wieder auch die Behauptung aufgestellt, ja, der russische Vormarsch, der gehe so langsam, weil man die Zivilbevölkerung schont. Ja, das sehen wir in Mariupol, wie wunderbar hier die Zivilbevölkerung geschont wird. Das ist natürlich absoluter Bullshit. Sie kriegen es besser nicht hin, weil sie Versorgungsschwierigkeiten haben, weil diese ganze Operation sehr komplex ist und man offenkundig nicht damit gerechnet hat, dass der Widerstand so groß ist. Das ist der wahre Grund. Jetzt sehen wir Äußerungen von Lavrov, der gesagt hat, jedes Treffen zwischen Putin und Zelensky sei kontraproduktiv. Ja, was meint ihr damit eigentlich? Man hat nochmal klar gemacht, dass es keinen substanziellen Fortschritt gegeben haben in den Gesprächen mit der Ukraine. Morgen soll das ja in der Türkei irgendwie weitergehen. Aber Abramowitsch, der Oligarch, der ehemalige Chelsea-Besitzer, muss man sagen,
oder da war zumindest ein Bericht im Wall Street Journal, dass der leichte Vergiftungserscheinungen gehabt habe, ebenso wie ukrainische Unterhändler, nachdem er in Kiew zu Unterredungen gewesen sei. Abramowitsch hat ja auch einen Elternteil aus der Ukraine. Jedenfalls ist das nicht gerade etwas, was das Vertrauen befördert. In diesem Artikel wird gesagt, dass Moskauer Hardliner hier das gemacht hätten, die keine Verhandlungslösung haben wollen. Aber jetzt kommt ein Punkt hinzu, das hatte ich heute Morgen schon gesagt, Putin hat ein Riesenzeitproblem. Das dauert alles sehr, sehr lange. Je mehr Tote hier kommen, umso größer das Problem. Und es sind vor allem am Anfang Soldaten gewesen, die man so ein bisschen verheizt hat. Und Gunnar Heinsohn hat hier einen interessanten Artikel geschrieben, warum Putin mehr Angst vor den Müttern hat als vor der NATO. Denn die Russen sind demografisch ähnlich aufgestellt wie wir. Die haben wenige Kinder. Und wenn dann das einzige Kind im Krieg getötet wird, und vor allem diese Mütter da nicht informiert waren, anders als bei Berufssoldaten, da muss man damit rechnen, dass der Ehemann, der Vater, wie auch immer, ums Leben kommt. Aber wenn das irgendwelche Leute sind, die einfach eingezogen werden und dann an der Front verheizt werden, dann ist das ein anderes Thema. Putin hat da sehr scharf schon drauf reagiert, hat da Zugeständnisse gemacht, muss gucken, dass sozusagen von Seiten der Mütter hier nicht eine gewisse Problematik entsteht. Dazu gleich mehr. Kommen wir jetzt mal zu den Märkten. Wir hatten heute wieder mal Optimismus in Sachen Friedensverhandlungen, unbegründet, aber man sucht sich ja die Gründe nicht. Und einer der Treiber jetzt, die wir bei dieser Rallye gesehen haben, war ja auch ein Short Squeeze. Aber jetzt wird dieser Short Squeeze immer schwieriger. Das Put-Call-Ratio ist jetzt sehr stark nach unten gegangen. So stark oder ist jetzt so tief wie seit Dezember 2021 nicht mehr. Also wir haben jetzt wenig Squeezes zu machen. Es sind kaum mehr Shorts zu squeezen, denn die sind bereits weitgehend gesqueezed. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt das Quartalsende, normal eine bullische Zeit für die Aktienmärkte, weil dann viele Profi-Investoren nochmal ihre Portfolios adjustieren. Aber wir dürfen ja eins nicht vergessen. Was ist denn am meisten abverkauft worden jetzt in letzter Zeit? Das sind Anleihen. Die Anleihekurse gefallen, die Renditen nach oben gegangen, das bedeutet nichts anderes, als dass viele Profi-Investoren sich eben von Anleihen getrennt haben, aber die sind verpflichtet, zum Beispiel 60% Aktien, 40% Anleihen im Depot zu haben oder 70-30. Das heißt, die müssen möglicherweise jetzt zum Quartalsende tendenziell die Anleihenpositionen aufstocken und die Aktienpositionen abbauen. Dazu haben wir jetzt den Beginn der Blackout Period. Also man kann jetzt als Unternehmen in den USA, wenn man dann die Zahlen bald melden wird, aus dem ersten Quartal keine eigenen Aktien mehr zurückkaufen. Das sind sicherlich Punkte, die für die Märkte jetzt eine gewisse Volatilität bringen werden in nächster Zeit. Insgesamt geht der Markt jetzt von 9 Zinsanhebungen in 2022 aus. Dazu müssen dann mindestens 2 0,5er Zinsanhebungen wohl dabei sein. Hier sehen wir in diesem Chart das Bild, als Will Smith den Moderator hier geohrfeigt hat. Legendär, was da gestern auf der Oscar-Verleihung passiert ist. Die Fondsmanager, die von der Bank of America befragt werden, dagegen haben ihre Zinserwartungen zurückgeschraubt und irgendwas passt da nicht zusammen. Entweder haben die Fed Fund Futures recht oder eben die Fondsmanager. Interessant auch, dass die Banken nicht so richtig mitziehen. Wir haben steigende Renditen, aber die Bankaktien steigen nicht. Die sind schwach, sowohl in Europa als auch in den USA. Warum? Weil sich die Zinskurve weiter verflacht, also die Märkte faktisch eine Rezession einpreisen. Immer bei einer Invertierung der Zinskurve kam dann eine Rezession. Und wenn wir jetzt mal nach Fernost blicken, nach China, dann sehen wir da ja nicht nur den Lockdown in Shanghai, sondern wir sehen auch massive Geldabzüge, Kapitalabzüge aus chinesischen Equities, mindestens so stark wie damals 2015, 2016. Das war ja eine Krisenzeit auch für den chinesischen Markt. Da ist es so stark Kapital abgezogen worden wie seit Jahren nicht mehr. Vor allem aus den Tech-Werten. Und hier ein Mitarbeiter einer großen Beratungsfirma sagt, also wir haben so viele Aufträge, dass wir uns kaum retten können bei der Beratung. Wie kriegen wir die Firmen raus aus Russland, aber eben auch aus China? Hier sehen wir die Abflüsse. Und das ist schon eine interessante Entwicklung, denn damit verliert nicht nur Russland, sondern verliert ja auch China vor allem Intelligenz, wenn da Tech-Firmen abgezogen werden, Mitarbeiter abgezogen werden, auch aus dem Westen. Aber
möglicherweise auch Chinesen, dann wird die ganze Geschichte schwierig. Schwierig wird es jetzt auch mit den Bauzinsen so langsam. Hier unten sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite Deutschlands, also die Bundesrendite, wenn man so will. Langjähriger Abwärtstrend überwunden und Bauen wird auch teurer. Zins für Baugeld mit 10 Jahren Zinsbindung ist seit Anfang des Jahres auf 1,8% gestiegen, hat sich damit fast verdoppelt. Das bedeutet, wenn man einen Kredit von 300.000 Euro nimmt, mehr Kosten von 200 Euro nur für den Kredit, 24.000 Euro über die gesamte Zinsbindung. Ich habe jetzt am Wochenende mit einem befreundeten Banker gesprochen, der im Immobilienbereich tätig ist, im Gewerbeimmobilienbereich. Der hat gesagt, ich lehne jetzt viele Kreditanträge ab, schlichtweg, weil die Perspektiven sich deutlich eintrüben. Wir werden deutlich risikoaverser, hat er gesagt. Und das Problem ist aber, dass Bauen, Neubauten werden immer teurer, jetzt auch durch diese Vorschriften, durch die EU, dürften die Baupreise nochmal 10, 20, 30% steigen in den nächsten Monaten und Jahren. Das heißt, man kann nicht mehr rentabel bauen, ohne gleichzeitig in irgendeiner Form massiv die Mieten nach oben ziehen zu müssen oder die Verkaufspreise nach oben ziehen zu müssen. Gleichzeitig werden die Banken risikoaverser, geben weniger Kredite und die Zinsen für diese Kredite steigen. Also das wird eine spannende Entwicklung. Abschließend zwei Dinge, die ich Ihnen anempfehlen will, eigentlich drei, wenn ich ehrlich bin. Erstens Dow Jones, bullische Struktur, aber die Alarmglocken läuten. Was ist damit gemeint? Unter dem Video verlinkt. Dann der Artikel, G7 wollen nicht in Rubel zahlen, Russland kann Öl nach Asien umlenken. Was da genau passiert ist, und das wird für diese Woche entscheidend sein, lesen Sie in diesem Artikel. Und abschließend noch ein Hinweis auf Daniel Stelter. In einem Gespräch mit Gunnar Heinsohn, Zaubersanktionen oder Sanktionsillusionen, da werde ich Ihnen auch diesen Link mal bringen unter dem Video, wo Heinsohn erklärt, welches Problem eigentlich Putin hat und warum er diesen Krieg eigentlich hätte schnell gewinnen müssen. Und je länger die Zeit ins Land geht, umso größer wird sein Problem sein. Drei Empfehlungen also, zwei von Finanzmarktwelt, eine Daniel Stelter, Beyond the Obvious in diesem Podcast mit Gunnar Heinsohn, so muss es heißen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.